und herzlich willkommen zu unserem LS22RP-Projekt Grow Level Up. Ja, wir haben einen Punkt gemacht. Jetzt in der letzten Folge ist wieder ein Level höher und wir sind gerade am Plan, was wir denn damit Schönes machen. Schaut auf jeden Fall auch beim lieben Tino vorbei. Kanal ist wie immer in der Videobeschreibung. So, Wolle, was machen wir denn jetzt da? Ja, Bimi, ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir arbeiten uns noch ein bisschen bei den Feldern rein, oder? Ja, das alles andere können wir ja auch immer einsammeln, also uns mieten, ne? Naja, wir haben, also theoretisch haben wir Perks, dass wir uns immer zwei Sachen mieten können, die wir ja gar nicht brauchen. Ja. Und somit könnten, ja, warte mal, was könnten wir denn alternativ noch nehmen? Geräte, Wachstumsstufe, wird mir hier immer nehmen, künstliche Intelligenz, KI-Helfer. 5% mehr Erfahrung bei Abschließung von Quests. Ja, das ist halt bei den dritten Perks, das ist alles nicht so geil. Ja, lass uns noch mal kurz unten besprechen. Wie? Warum? So, die hohe Kammer, streng hier, schönen guten Tag. Tag, hier ist die Familie Ackerer. Ja, hallo. Ja, wir wollten einmal gerne einen Punkt einlösen. Punkt einlösen, ja. Ja, und zwar ein Feld. Ja. Warten Sie mal, ich hole mal kurz den Herrn Krause dazu, weil er kann die Feldgröße gleich überprüfen. Ja, das ist 094, also da gibt's nicht viel zu überprüfen. Was für ein Feld wollen Sie? 55. Die 55? Ups. Ja. Meine Brille ist runtergefallen. Da, die 55, ja. Also das langgezogene. Ja, genau. Oh, scheiße. Warten Sie mal kurz. Herr Krause? Ja, was ist Feld, Feld 55 möchte erworben werden. Wie groß ist denn das? Und passt das zu den Spices? 09, passt. Passt, gut. Dann machen wir das so. Dann werden wir das in die Wege leiten. Und dann können Sie es gleich erwerben. Danke Ihnen. Prima, ja. vielen Dank. Gerne. Tschüss. Tschüss. Los. Yay. Sehr cool. Ackerer. Ja, servus. Wie geht's euch? Gut und selbst? Ja, auch ganz gut. Na gut. Wisst ihr, dass ihr heute den Jackpot gezogen habt? Ja. Warum räumst du deine Maschine endlich von unserem Feld? Nee, aber ich arbeite heute für euch. Ja? Ja. Warum? Weil es so ist. Wo soll ich hin? Was soll ich tun? Ich hab einen Traktor dabei. Du hast einen Traktor? Hm? Ring, ring. Ach Gott, oh Gott. Moment. Ja, Ackerer. Hallo, sagt mal der Damon. Ist der, Damon? Ja. Bleib mal stehen. Ach so. Ich hab irgendwas gehört. Du, ich brauche eigentlich dringend den Traktor. Ach so, brauchst du den? Ich brauche Pflegebereifung. Ach so, du brauchst Pflegebereifung. Dann nehme ich den 1050. Ja, nimm den, genau. Der steht auf dem Hof. Jo. Super. Okay, das war's schon. Tschüss, viel Spaß euch. Jo. Danke. Danke. Ja, was machen wir mit dem? Ja. Hier das neue Feld ansehen. Ja, was machst du? Wir machen die Aufgabe. Nee, warte mal. Ja, ist gut. Aber pass auf. Damon? Ja? Fahr mal bitte zur Dings hoch. Und zwar zur 42. Ja. Da steht ein Kalkstreuer. Ja. Den holst du? Ja. Fährst zum Händler, knallst den voll. Ja. Und dann tust du bitte 55 kalken. Ja. Aber du bist ja bestimmt bei uns hier im Funk mit, oder? Wenn ihr das möchtet, ja. Wenn nicht, hau ich ab. Kannst du machen, ja. Also bei Feld vom... Wo steht der? 42. 42. Ja, alles klar, hol ich ab. Super. Ja, zu 55. Ne? Ja. Super. Bist du das jetzt hier gerade? Ja, servus. Ach hier, servus. Komm mit einem 1050er. Ne? Da siehst du mal Qualität bei dir. Haben wir auch. Ich wollte sagen, das haben wir doch auch. So, na gut. Den 50 haben wir auch. Geile Nummer ist das. Habt ihr denn auch den schön getunten? Was? Wie getunt? Nee, haben wir nicht. Echt nicht? Ich hab meinen tiefer gelegt, Neonröhren drunter, Nuss. Ah, super, ich bin beim Händler.
voll. So mit Unterbodenbeleuchtung, meinst du? Ja. Welche Farbe? Gelb. Gelb? Ja, passt zu muss, grün. Ja, aber es muss doch irgendwas voll tolles, knalliges sein, so lila, neonpink. Kann ich auch drauf machen, wenn du willst. Ich kann hier, da sind verschiedene Farben drin. 16 Millionen RGB-Farben sind hier drin. Oh, das ist gut. Ja, da findet man auf jeden Fall eine gute Farbe. Ja, ne? Ja. Und Regenbogen? Also kannst du das auch immer so durchleuchten lassen? Kann ich auch. Ich kann auch Pulsleuchtung machen, wenn du willst. Oder so eine Kettenleuchtung. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ja. Weißt du, wo vorne anfängt mit Gelb, dann Grün, und dann geht das einmal so im Kreis rum, ne? Okay, das ist cool. Ganz kurz, hier bei der 42 steht aber kein Düngestreuer. Oh, ich glaube, ich bin dran vorbeigefahren. Das ist der Kalkstreuer. Geht nicht? Ich hoffe schon. Ach so, ihr müsstet mir die Erlaubnis geben, dass ich hier eure Maschinen anfummeln darf. Ja. Habe ich hier gerade. Warte. Machst du? Okay, machst du. Habe ich hier fummeln gehört? Das kannst du vergessen. Ja, weg von meiner Schwester. Dann würde ich sagen, dann gib du ihm die Fummelrechte für dich. Ja, ich muss irgendwie den Kalkstreuer benutzen. Nur. Ach so, ja, komm doch mal zu uns, bitte. So, Wolle, ich habe jetzt die 79 angesehen. Wie soll zu dir kommen? Wer zu uns reinkommen. Ach so. Ja. Das wäre vielleicht immer, also weißt du? Mhm. Die 79 hast du angesehen. Ja. Und jetzt stehe ich neben der 55. Na, jetzt geht's. Naja, die kannst du anziehen mit Gras. Aber warte mal. Ich wollte sagen, du hattest gesagt, erst Kalk und dann oder so, ne? Theoretisch müsste das doch noch gehen, oder? Nach der ersten Ansaat-Dings. Erst zum Händler, Damien, ne? Ja, Kalk und. Oh, ich hab Standbild. Und dann zur 55, habe ich gesehen. Boah, die arme Frau, die hat aber angeschissen. Stand, immer noch Stand. Oh, wow. Ja, ist aber gut gegen gepreschert, du. Müssen wir gleich mal zum Baumarkt ein bisschen putzen. Und... Dann sehe ich jetzt an, Wolle, ja? Ja. Ja, hallo, hier bei Wolle. Was kann ich für Sie tun? Hallo, Hammerdeal, Hanne. Ja, servus. Hallo. Wo ist denn der Düngetreuer abgeblieben? Der wer? Der Düngetreuer, das Ding, womit man düngt und kalkt und so. Den Kalk, also der Arbeit. Macht gerade noch, der zieht gerade die letzte Bahn und dann kommt er wieder zu euch. Ach so, super. Wer braucht ihr den schon wieder? Ja. Ja, der macht gerade die letzte Bahn. Okay, super. Wo ist er denn damit? Auf Feld. Also ja. Der muss gerade beim Händler noch mal holen, weil alle war. Wer? wer ist denn damit unterwegs? Ja, wir sind da unterwegs damit. Weil sonst hätte ich den mir dann vom Feld jetzt weggeholt, deswegen. Achso, ja, pass auf, der tankt gerade auf beim Händler, weil der alle war. Ja. Und dann zieht er die letzte Bahn und dann müsste er ja nochmal zum Händler fahren, wieder auftanken, weil der wollte ihn ja voll wieder, logischerweise. Okay. Super, dann, ja, okay, dann weil die das ein bisschen dauert. Okay. Ja, der ist aber, also das dauert nicht lang, das ist sofort fertig. Alles klar, weit mit rein. Na, danke dir. Tschüss. Haben wir ein bisschen geschmunzelt, oder? Geflunkert. Nein, gar nicht. Gar nicht. Scheiß die Wand an, ey. Warum hilft der Damien uns jetzt? Hat er auch so die Quest mithelfen, oder was? Bestimmt, so wie das der Hannes auch hatte. Die Quest habe ich gar keinen Bock, ey. Ey, Wolle? Ja. Pass auf, ich bring dir jetzt was bei, ja? Einen coolen Anmachspruch. Hast du schon aufgefüllt den Kalkstreuer? Bin gerade dabei. Das ist ein cooler Anmachspruch. Ich habe den Kalkstreuer aufgefüllt. Pass auf, du musst jetzt ein bisschen mitspielen, okay? Ja. Wenn du beim nächsten Mal bei einer Lady bist, die du ansprechen willst, dann fragst du sie, kannst du lesen? Dann wird sie wahrscheinlich sagen, ja. Eigentlich kann ja zu 90% jeder lesen, also gehen wir mal davon aus. Was ist ja aber, wenn sie jetzt wenn sie Nein sagt, weil sie in der Rechtschreib-Leseschwäche hat? Ja, dann hast du halt ein Problem und haust ganz schnell ab. Oh. Aber pass auf, wenn sie sagt, kannst du. Ja, jetzt. Kannst du lesen? Und sie sagt ja, dann sagst du, es steht was in meiner Hose für dich. Okay. Gut, wir müssen die hohe Kammer, ne, Damien? Ja, rein. Tschüss. Tschüss. Hallo. 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 Herzlich willkommen in der Hohen Kammer. High Chamber is active. Guten Tag. Was geht's denn? So.
da wir hier ja hier im Dorf immer wieder zu hören bekommen, hier fällt einer übers Feld, da wird einer übers Feld drüber gesät, gehen wir das jetzt alles mal Stück für Stück schnell mal durch. Also, wir haben vorliegen, dass die Spicy Chickens auf Feld 31 übersät haben. Weiß von wo. Ihrem Feld aus. Wir haben also die Feldgrenzen überschritten. Das ist ein Verstoß. Wir haben die 31? Aber auch, ist die 31? Ja, über Feld 35 bei Ihnen am Hof direkt. Da soll, was sollen wir? Wir sollen, also bei der 35 sollen wir übersät haben? Ja, Sie haben von der 35 über den Grünstreif auf die 31 rüber gesät. Oh. Und dadurch ist dem Feld 31 ein Schaden entstanden. Das konnten die Seitenstecher nicht mehr übersehen. Dementsprechend wachsen da jetzt zwei verschiedene Früchte drauf. So, dann haben wir aber auch gesehen, dass die Seitenstecher über Feld 61 von den Spicy Chinks drüber gefahren sind. Weil es ja hier heißt, irgendwie gegenseitig. Es passiert ja irgendwie nichts. Passiert jetzt erstmal was. Da haben wir uns dazu entschieden, dass sie beide jeweils eine Strafe von 5000 XP Abzug bekommen. Einmal für das Vergehen mit dem Feld übersehen und einmal mit dem durch das Feld durchfahren. Zudem sollte es aber auch eine Warnung sein, nicht immer zu glauben, wir machen hier nichts und wir ahnden das auch nicht. Außerdem, Spicy Chickens, bitte umgehend das Ballen- und Palettenlager von unserem Grundstück auf ihr Grundstück versetzen. Auch das werden wir überprüfen, wenn das nicht stattfindet, erfolgt die nächste Strafe. Ja. Okay. Ja. So. Ja, knallhart hier. Ja, wir müssen langsam ein bisschen hier durchgreifen, weil sonst geht das hier gar nicht mehr. Es geht da drunter und drüber. Die haben extrem viele Freiheiten. Die wollen wir noch lassen. Weil es macht ihnen Spaß und es macht ja auch Spaß. Oder soll es auch Spaß machen. Aber das Problem ist, dass wir hier einfach auch keinen richtigen Spaß annehmen können, weil wir hier nur hier und da und überall was machen müssen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Ich habe eine Frage wegen dem Versetzen. Da sind ja Ballen drin. Ja, sie haben jetzt einen Ballenwagen gekriegt. Ja. Ja, dann nehmen sie die einfach, die können sie ja auslagern, dann umsetzen oder mit dem Ballenwagen erstmal aufsammeln, dann umsetzen, wieder einlagern. Ach so, meinen Sie das? Genau, genau. Das ist ja jetzt an sich kein Problem. Wir haben ja auch unseren Punisher hier in der Runde mit sitzen, der hört stumm zu, der wird diese Strafe auch sofort umsetzen. Und in der Hoffnung, dass sich das bessern wird in Zukunft, dass sie mehr aufeinander gegenseitig auf Rücksicht nehmen, freundlicher werden, rücksichtsvoller werden, dass wir uns hier nicht bald wieder mit so einem Thema hier oben sprechen müssen. Aber das machen wir doch schon. Wir haben den Seitenstechern ausgeholfen und die uns. Total freundlich miteinander. Das ist auch gut, das soll weiterhin so bleiben. Aber sie sollen doch trotzdem das Eigentum und die Grundstücke der anderen auch berücksichtigen und darauf Rücksicht nehmen. Okay. Ja, also auf die Grundstücksgrenzen ein bisschen achten, nicht über irgendwelche Felder fahren, dafür gibt es Feldwege und Straßen. Und falls irgendwas passiert sein sollte, dann auch direkt Kontakt zu den anderen aufnehmen, sich dafür entschuldigen und untereinander ausmachen, wie können wir das am besten beheben. Ja. Darum bitten wir aber auch nur. Das macht uns die Arbeit ein bisschen einfacher, Ihnen die Arbeit ein bisschen einfacher und Sie kriegen dann auch keine Strafen. Ja. Ja. Ne? Ich habe eine Frage. Dann stellen Sie diese... Haben Sie mal mit dem Herrn Lonzinger zusammengearbeitet? Kennen Sie Herrn Lonzinger? Ja, ja, der war einer meiner Praktikanten damals. Ah, schön. Sagt gleich einiges. Kennen Sie auch Herrn Bartlinger? Nee. Nee, den kenne ich ja noch. Na, der kommt auch so aus der Gegend da unten. Na, danke für die Infos. Ja, dann sind Sie erstmal entlassen und wünsche Ihnen erstmal noch einen schönen Tag. Super. Tschüss. Gut, dass du hier bist, Wolle. Tschüss. Wolle, kann das sein, so, dass uns das Feld noch nicht gehört? Weil ich das nicht machen kann. Ja. Okay. Ja, dann Wolle. Gut, Damien, wir hören uns später. Ja, wir hören uns später. Alles geheim bleiben, ne? Was habe ich gesagt? 55. Ja. Bin ich falsch? Nee, du bist richtig. Ich frag mich nur, wo so. Fällt das Feld denn an? Erst 10. Ach so. Ja, zum Teil ist schon angesät. Es ging, witzigerweise. Nur nicht überall. Was? Ja. Deswegen war es mir nicht aufgefallen. Das hier ist schon. Das sollte. Du siehst ja, es ist so ein bisschen fleckig. An manchen Stellen ging es, an anderen nicht. Ja, irgendwas stimmt ja auch mit dem Feld 55 nicht, ne? So. Warum siehst du es nochmal drüber? Naja, weil da immer wieder Flecken sind. Nee, guckt aber auf der Map.
Du kannst daneben fahren. Das ist alles angesehen, die ganze Spur. Siehst du das? Ja, warte, ich muss. Ja, hoppa. Einfach hier daneben. Ja, die andere. Ja, okay, dann kann ich die ganz normal nehmen. Gut, dann nehmen wir die andere. Dann hat er das angenommen. Das ist ja interessant. Also, das hat denn das andere nicht. Ja, da fahre ich weiter. Ist ja gut, dass es geklappt hat. Ja, ich fahre erstmal auf die, dann fahre ich erstmal auf die 75. Jetzt haben wir einfach. Oh. Hm? Siehst du das hier? Ist ja ärgerlich. Hatte ich letztens auch. Lass hängen, das kriegst du nicht mehr weg da. Oh, nee, ey. Oh, jetzt da ist er wieder. Gott. Ja, das ist natürlich jetzt ärgerlich, oder Wilma? Ja, das ist es wohl. Das ist wirklich blöd. Was habt ihr wieder für Probleme? Wenn ich fragen darf, wenn ihr es erzählen möchtet. Die hohe Kammer hat uns richtig, ein bisschen hart rangenommen. Warum? Die hat uns einfach 5000 Punkte abgezogen. Ja, wegen Differenzen. Warum das denn? Also uns und den Seitenstecher. Ja. Oh, 5000, das ist aber schon eine Menge. Was habt ihr denn da ausgefressen? Eigentlich gar nicht so schlimm. Also ich finde das, was wir gemacht haben, fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Naja, wir hätten uns auch drüber geärgert, Wolle, wenn es passiert wäre. Aber hast du dir das mal auf der Karte angeguckt? Nee, das sehe ich nicht. Also ich weiß gar nicht, ob wir nur den grünen Streifen erwischt haben oder ob wir auch das andere Feld. Es kann schon sein, dass wir den hier Feld mit. Also wir haben wahrscheinlich den hier Feld mit der Seemaschine ein bisschen erwischt. Ja. Wir haben unser Feld angesehen, den ist es genau dran und da haben wir das wahrscheinlich mit der Seemaschine ein bisschen mit erwischt. Ja, und was da. Aber da ist eigentlich ein Grünstreifen dazwischen. Ja. Und es sieht. Soll ich dir helfen? Irgendwie. Weißt du, was wir gemacht haben? Nee. Wir haben einen dauerhaften Schaden bei den Seitenstechern am Feld angerichtet und haben gar nichts bekommen. Wir haben den einfach ein bisschen Ware geschickt und dann war die Sache gut. Was habt ihr denn gemacht? Was heißt dauerhaft? Wir haben zum Beispiel, also das Beispiel ist, bei Feld 70. Die haben Feld 71 und wir haben dort unseren Kuhstall und den Miststall und der ist ziemlich auf deren Feld drauf gekommen. Also die ganze Ecke ist da weg bei denen, wo die gingen. Und da wurde kein großer Aufwand gemacht. Die kamen zu uns, das wurde geklärt. Wir haben gesagt, ey, wir geben euch das und das. Die sagten, ja, ist okay. Und dann war die Sache beendet. Bei uns wurde da keine XP und so abgezogen. Hm. Also, das ist wirklich jetzt wahr. Also, nee, ich glaube nicht. Ja, gut, fürs nächste Mal wissen, was wollt ihr, dann sprechen wir direkt mit denen. Wenn sowas passiert. Das ist ja auch in Ordnung. Ja, das stimmt. Dann kommunizieren wir da einfach ein bisschen. Jeder stimmt schon, das macht schon Sinn. Und sonst, wie geht's euch? Naja, wir müssen unser Beinlager noch umbauen. Das ist mal aus Versehen nicht auf unserem Grundstück gelandet. Wieso passiert sowas eigentlich immer bei dir? Ja, weiß ich nicht. Ich konnte da bauen bei mir am Feldrand und da habe ich gedacht, ja gut, wenn ich da am Feldrand bauen kann, dann ist das wahrscheinlich noch unten, dann gehört das zum Feld. Ja. Aber ist halt eben nicht so. Oh. Jetzt weiß ich aber auch nicht, warum ich da noch bauen konnte. Das hat uns gewundert, weil du konntest halt das noch hinsetzen. Naja, gut. Nützt aber nichts. Ist halt so. Geht das zu Kalgen, Damien? Ja, geht. Ah ja, perfekt. Sehr gut. Muss jetzt nur halt ein bisschen warten. Also nicht, dass ihr denkt, ich bremse euch aus, weil das da vorne ist noch nicht angesät. Muss da immer ein bisschen warten. Nein, ich sehe es ja. Alles gut. Bin ja hier mit drauf. Sehen kannst du aber. Ist aber ich jetzt das ganze Feld ist aber angesät jetzt. Hier vorne ist noch ein kleines Stück. Ja. Dann. Also kann ich jetzt ruhig die nächste Bahn hier fahren. Zieh durch. Ja. Okay. Laut Dingskarte ist es angesät. Jetzt ist fertig. So. Ach. Das ist nur so in der Mitte ein halbes. Ach, alles klar. Okay, ich dachte, das andere gehört auch noch euch. Nee, leider nicht. Ah, ich verstehe. Ja, alles gut. Dann bringe ich die Sache mal kurz zum Hof. Was hatten wir dann noch, Wolle? Ja, Pflanzenschutz können wir doch machen, aber ich.
Damien, tust du den Kalkstreuer beim Händler einmal komplett voll machen und zu den Seitenstechern in die Halle stellen? Kann ich machen. Das wäre super. Und ansonsten, wie läuft's mit Cordula-Milch? Lässt sie noch fleißig auf ihrem Dudelsack? Ja, öfters. Das geht mir abends so ein bisschen auf den Nerven, aber ja, passt so, ne? Ja, was soll ich sagen? Wir reden nicht viel mehr miteinander, du. Ist ziemlich ruhig geworden, dir. Ehrlich? Ja, wir quatschen alle so untereinander. Liegt das am Alter? Ich glaub ja. Ja gut, du bist schon ein komischer Typ. Mit dir würde ich mich jetzt auch nicht favorisiert unterhalten wollen. Ja, sag ich auch immer. Also, Wilma! Ja? Du kannst mal den Beinanhänger oben holen, dass wir die Beine schon mal auslagern können. Ja, mach ich. Das wäre supi. Dann hole ich die da schon mal weg, die da drin sind. Naja, nicht für groß wegfahren. Wir müssen das ja noch umsetzen. Ja, aber rausholen halt. Ja, genau. Rausholen, aufladen. Ja. Du, und dann sage ich dir, wie es ist, dann könnt ihr langsam ein neuer Tag anbrechen. Weil sonst haben wir hier echt nichts zu tun. Ja, wir haben ja noch eine Aufgabe, Wolle. Na, die Quest können wir noch machen, ja. Ach so, und du könntest mit dem Drecher... du könntest mit dem Drecher auf... Wer, ich? Was könntest du auch machen? Du könntest eigentlich unser Mähdrecher oben abholen. Ne, wo steht denn der, Wilma? Unser Drescher ist am Hof bei uns und das eine Schneidwerk ist beim Shop. Welches wenn du das Schneidwerk? Meinst. Ja, das ist für Mais immer noch. Muss da ja weg. Ja. Der Drescher steht hier mit dem großen Schneidwerk bei uns am Hof. Ja, genau. Dann könntest du, wenn du willst, bei uns am Hof den Drescher holen und könntest den auf Feld 10 fahren. Ja. Auf Feld 10 fahren, das Schneidwerk auf Feld 10 abstellen und dann quasi beim Händler das Diamant, also das Maisschneidwerk abholen. Ja, ich mache jetzt aber erstmal. Den Drescher auch noch tanken, bitte. Ja, ich mache jetzt erstmal Kalk drauf und bringe es zu den Seitenstechern. Und der Kalk ist ja fertig, ne? Kalk habe ich jetzt gerade fertig gemacht, bin jetzt gerade am Händler, lade auf und dann fahre ich zu den Seitenstechern und dann ist sowieso Feierabend. Jetzt super. Vielen Dank. Ja, gar kein Problem. Gibt ihr mir 5 Sterne bei Yelp? Ja, wenn der Drescher getankt ist, ja. Ah, oh, da muss ich Überstunden machen heute doch. Dann auch mit Kommentar, hat sehr viel Spaß gemacht. Ah. Haben wir auch noch mit dazu. Wir müssen doch die Perks setzen, Wilmi, glaube ich. Ja, geht das schon? Hast du geguckt? Weiß ich nicht. Hab noch nicht geguckt. Aber warte, ich guck. Perks. Nee, geht noch nicht. Haben wir denn schon, was wollen wir denn nehmen? Weißt du schon? Ja, das ist jetzt die Preisfrage. Ich würde gleich mal gucken. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall eine Wachstumsstufe nehmen. Ja. Die Göwall schon oder noch nicht? Das ist die Frage. Ey, wo wohnen die Seitenstecher? Die Halle steht auf Feld 59. 59. Da steht ziemlich viel Geräte von denen rum. Ach, das ist ja direkt hier um die Ecke. Ja. Ah, das schaffen wir. Ach, Mann, ey. Ja, das Problem ist Leihgerät. Welches Leihgerät wollen wir da nehmen? Eine Walze. Wie viel XP kriegst du dafür, dass du uns hilfst? Wie viel ist diese Quest wert? Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Ich komme gerade nicht in mein Tablet rein. Oh, okay. Also ist jetzt safe command. Verarsch dich nicht. Ja, will mal mit Leihgerät. Ich weiß halt nicht, was wir uns ausleihen sollen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich hätte die Göwall genommen, damit die schon mal gern können. Naja, macht schon Sinn. Dann machen wir das so. Dann holen wir die Göwall. Ja. Jo,
Ja. 10% und Wachstumsstufe. Wo ja. Dann mal die Wachstumsstufe drauf? Schon auf das große Feld? Ja. Dann haben wir noch eins, ne? Wie noch eins? Na, drei sind es doch jetzt, oder nicht? Naja, Leihgerät, Wachstumsstufe 10%. Achso, ja. Ja, ja, stimmt. Ups. Genau. Und Damien, welches Level seid ihr? 20. 20? Ja. Ah ja. Ja, ja. Ja? Oh, da habt ihr ja auch noch einen Perk jetzt freigeschaltet. Ja. Nee, oder? Nee. Doch, nee, mit 15 gab's das. Mit 15, mit 20, ja genau. Ja, ja. Mit 20 habt ihr schon zwei Perks, ne? Ja, ja. Wir können zwei Dinger wählen, ja. Was für ein Level seid ihr? 25. Ring, ring. Ja. Oh. Hallo. Hallo. Sagt mal, kann ich mir den Damon mal kurz ausleihen, dass ja, ich kurz was mit dem bespreche? Ja, ja. Super. Damon, komm mal mit hier. Ja, wo, warte mal, wo stand nochmal der Drescher? Bei uns am Hof oben auf der 34. Ja, alles klar. Ach Mann. Mimi, wir haben echt ein bisschen Probleme, ey, mit nächster Woche. Ich würde, wie gesagt, ich glaube, die Göwei macht Sinn. Dann können die schon mal vor sich hin gern, die Ballen. Und jetzt sieht man, glaube ich, auch ganz gut, Wilma, ja, dass wir nicht unbedingt zu viele Felder haben. Nee, zu viele haben wir auch nicht. Wie kommst du darauf, dass wir zu viele hätten? Naja, weil auch mal so, dass wir unsere Felder nicht bewirtschaftet kriegen. Ach so, ja. Ich glaube, das ist gar nicht so der Fall. Immer Ackerer, hallöchen. Obermeier. Hallo. Hallo, ich hoffe, ihr freut euch, mich zu hören. Ihr habt die Mietmaschine noch. Ja, die kriegen sie noch zurück. Kommt die zurück? Ja, die bringe ich ihnen gleich vorbei. Perfekt. Wollte ich nur nachfragen, weil nicht, dass die Zeit vergeht und dann haben wir wieder das Problem. Nee, ich fahre jetzt hoch und hol die. Perfekt. Super. Das war's schon wieder. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja. Siehst du, dann bringe ich die eben noch zum Händler. Komm noch schnell düngen. So, ein paar Ballen sind schon aufgeladen oder aus der Halle draußen. Ja. Genau, und jetzt hole ich noch die Sämaschine und bringe sie zum Händler. Ja. Mit Hackengas. Das ist doch die, die wir oben haben, ne? Die Sämaschine, ja. Doch. Wollte ich schon sagen. Ja, unsere Sämaschine. Wir haben ja nur eine. Ja, mit, ich wollte gerade sagen, mit der wir eben angesät haben. Ja. Ja, ja. Da ist auch die Zeit wieder gerannt, ne? Das. Oh. Ich hoffe dich. Gut. Eine ist doch noch, Leute. Nee. Doch. Nee. Was meinst du denn, Damien? Ja, hä? Müssen wir nicht noch eine machen? Nee. Nee, nee. So. Okay. Ja, alles gut. Scheiß die Wand an. Aber ja, das kenne ich, das Problem, wo man denkt, da ist noch Zeit und dann ist es gar nicht. Gar nicht mal so selten. Man sich da total in der Zeit verschätzt. Ja, das stimmt. Ey, wir machen noch keinen Stopp. Lass mich das Ding noch tanken. Ich brauche die 5 Sterne auf Yelp. Ich wollte sagen, wir suchen ja auch noch die Sämaschine. Die kommt ja noch weg. Richtig. So, na komm. Also die kriegst du noch. Dein Yelp-Sternchen kriegst du. Deine 5 Sterne. Ja. Sagst du Bescheid, hast du die Beine alle raus, Wilma? Nee, alle sind sie nicht raus. Nein, nicht mal ansatzweise, Wolle.
Nee? Nein. Nicht mal ansatzweise. Ja, die müssen aber alle raus. Ja, natürlich, aber die Seemaschine muss auch zum Händler, Wolle. Ach so, hm. In zwei Teilen kann ich mich noch nicht. Das Mähwerk soll ich doch tauschen, ne? Nee, mitnehmen. Ja. Einfach nur mitnehmen. Ja. Also die gehören beide zu uns. Genau. Das Mähwerk? Haben. Hm? Ja, das vom Drescher. Ja. Und Diamant. Das andere auch. Also wir haben ja zwei Schneidwerke für den Drescher. Schneidwerk, ne? Zwei haben wir, ja. Ja. Ja, beim Mähwerk denke ich immer an Gras. Ja, schon. Aber dadurch, dass Damien mit dem Drescher unterwegs war, wusste ich, was er meinte. So, ich setz mal Perk. Ja. So, Perks sind gesetzt. Leihmaschine, Wachstumsstufe, Erfahrung. Ja, sehr gut. Passt. Listen, ich bin auch gleich da. Junior, das fällt dir fertig. Das ist gleich soweit. Nur noch eine halbe Bahn. Ja, ich glaube, es haben alle gerade noch ein bisschen zu tun. Ja, du bist ich glaube, kam auch irgendwie überraschender. Ja, ja, gut, Wilma. Du fährst ja auch noch da unten. Perfekt. Ja, ja. Naja. Ah, dieser blöde Kopf. Ah, okay. Der spielt hat der euch auch schon Ärger gemacht? Nee, ich mach den immer Ärger. Der will mir irgendwas vollquatschen. Sag ich immer, ja, geh mir nicht auf den Sack. Ja, so. Da musst du aufpassen. Der hat uns die 5000 XP abgezogen. Echt? Ja. Muss ich einmal wagen, ey. So, euer Drescher ist getankt, steht jetzt beim Händler. Dankeschön. Hau mal noch schnell das Schneidwerk dran hier, das Maisgebiss da. Oh, fahr doch nur. Oh, bei mir ist aber auch gerade. Uiuiui. Oh, jetzt. Ich wurde hier durch die Gegend teleportiert. Was soll ich machen? Das Maisgebiss am Händler. Einfach nur nebenan auf Feld 10 fahren. Oh, fahr doch nur, Junge. Wo ist denn das? Beim Händler. Ja, hier steht nix. Doch, vorne am Ausgang. Oh, noch. Rechte Seite. Ups, das tut mir sehr leid. Das wollte ich gar nicht. Oh, oh, oh. Fertig. Ich habe, glaube ich, gerade Herrn Streng umgefahren. Es war keine Absicht. Soweit wollte ich da gar nicht. Frau Ackerer! Es tut mir sehr leid. Ich habe den Wagen erst in 2 Stunden. Es tut mir sehr leid, es gab einen kleinen Känguru-Hüpfer. Ach so, ja, das habe ich auch bemerkt. Gut, dann lasse ich ihn verziehen. Lassen Sie mich wegfahren, bitte. Ja, ich wollte jetzt sagen, fahren Sie bitte weg. Ich muss dahin. Den Haufen, den Sie mich gelassen haben. Hier steht er. Aber es ist besser als der pinke Wagen, den Sie hatten. Na, Gott sei Dank, ja. Sehen Sie? Das ist schon mal ein Vorteil. Also müssen Sie positiv sehen. Ist ja ein Verkehr los. Sie wissen schon, dass Stopp ist, oder? Ja, hier ist gerade noch ein bisschen stressig, ne? Ja, Wilma, dann mach doch mal. Ja. Ja. Dementsprechend auch durch, ihr Lieben. Ja, war jetzt wirklich noch super stressig zum Schluss. Morgen seht ihr uns auch schon wieder live auf Twitch allesamt. Da, sind wir wieder alle on Tour. Ihr findet alle Kanäle selbstverständlich in der Videobeschreibung. Vielen, vielen lieben Dank für warum sind die wir schöne live? Folge. Ja, wegen Crow. Ja, genau. Morgen Birne. Ist wieder Crow. Wenn diese Folge rum ist, ist Sonntag und so. Ach so. Oh, lol, ich dachte schon. Ja, wir sind morgen live. Nee, gut. Super. Ja, dann vielen Dank. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen und würden mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.